Ja, los geht's. Call of the Wild, The Angler ist draußen. Und wo bin ich? Mitten im Urlaub. Daher auch dieses etwas ungewöhnliche Setup. Aber was soll's, wir müssen ja rein in den Aal und rein in den Lachs. Von daher erstellen wir uns hier unser Mannequin und gucken wir rein in das Game. Und ich bin übelst gespannt, was da geht. Also, wir haben hier, glaube ich, irgendwelche Vorgaben, tatsächlich. Körpertyp, okay, Männlein und Weiblein, Jawolski. Wir erstellen mal Ethnie, auch verschiedenste. Sehr gut. Also, verschiedenste Nationalitäten, komplett global, sehr, sehr geil, so muss das sein. Nehmen wir mal hier... So ein mit Computerbräune, sehr gut. Wenig Haar, gar kein Haar, auch gut. Was haben wir hier? Kastanienbraun, geht alles irgendwie noch nicht, oder? Handschuhe, klar. Wir sind halt hart am Anpacken. Rotes Hemd, Oliv, auch gut. Hosen, Tarnfleck, nee. So, egal, erstellen wir einfach mal so, wie er ist. So nehmen wir ihn einfach mal jetzt an. Und soweit ich weiß, kann man das ja auch später noch alles ändern. Also gehen wir da mal rein. Escape zum Schließen. Und ich bin tatsächlich schon direkt drin. Oh, das ist cool. Das ist cool. Also, man rennt sofort. Also man muss gar nicht viel rennen. Auf jeden. Although another right place to go would be Taylor's Tackles, right down at the central outpost. Ja. Willkommen, Jawolski, willkommen im Golden Ridge Reservat. Sehr schön. Okay, das heißt, wir haben hier erstmal ein bisschen das Tutorial. Muss natürlich auch sein. WASD, ranzoomen. Was haben wir da, um nicht zu bewegen? Hin und her, vor und zurück. Jawohl, rauf und runter gucken. Haben wir alles. Beweg dich zum Steg. Ja, Wasser sieht okay aus. Da vorne schwimmt schon was. Alter, da schwimmt schon ein Barsch, Alter. Da schwimmt schon was. Sehr schön, ey. Nimm eine Route. Ich drücke mal jetzt instinktiv die Taste 1 und es klappt. Sehr schön. Das ist halt für mich auch wichtig, dass es einfach intuitiv ist, dass man das easy und gut hinbekommt. Ja, gedrückt halten, bewegen, nach hinten, anschließend nach vorne lassen, loslassen, okay. Muss ich was machen? Tatsächlich. Okay, ist tatsächlich die Mausbewegung, ne? Ist tatsächlich die Mausbewegung. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie hoch oder wie tief der Köder eingestellt ist, in welcher Tiefe ich hier unterwegs bin. Halte gedrückt, Umschalt gedrückt, um schneller einzuholen. Okay. Kann ich denn jetzt, wenn ich hier vorne schon... Da ist doch so ein winziger Barsch. Kann ich das so ganz langsam? Zack. Halte gedrückt und bewege. Zu langsam geworfen. Okay, das geht natürlich ab. Das heißt, jetzt muss ich mal gucken. Ich kurbel den jetzt hier einfach mal ein bisschen näher ran. Und jetzt haben wir hier den Schwimmer. Gibt es sowas wie Zoom mit Z oder sowas? Gucken wir gleich mal. Den haben wir ja direkt hier vorne jetzt schon direkt im Wasser liegen. Und da war ja auch gerade, da schwamm ja jetzt gerade die ganze Zeit so ein kleiner Barsch oder sowas. Wirf zweimal... Und hol ein. Na, da müssen wir das üben, tatsächlich. Ich muss tatsächlich ein bisschen gucken hier, weil ich hier mit meinem Setup, das ist hier gerade abenteuerlich. Ich glaube, ich werde mal so ein Bild davon posten im Discord, wie ich hier hocke. Absolute Katastrophe, Alter. Aber, wang. Oh ne, warte. Wang. Na komm, wirf schon. Wang. Auch nicht. Zu langsam geworfen. Komm jetzt. Wham. So, mit Schmackes, Alter. Dann geht das.
Leine durchtrennen mit E halten. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Wir kurbeln es einfach nochmal schnell ein. Mehr sollten wir ja nicht machen. Und jetzt geht es aber darum, dass wir was fangen. Fange einen Fisch. Wirf mit deiner Rute. Ich gehe nochmal ein bisschen nach hinten, weil ich werfe ja irgendwie ziemlich weit aus direkt und ich wollte gar nicht so weit. Also, zack. Ich kann gar nicht so locker auswerfen, ne? Das wäre eigentlich auch ganz interessant. Einfach mal so ein locker aus dem Handgelenk. Auch nicht? Na komm. So. So, jetzt ziehe ich trotzdem noch mal ein bisschen näher ran, weil ja hier vorne direkt dieser kleine Barsch war. Und laufen kann ich jetzt... Ne, ich kann nicht laufen. Fange einen Fisch, bekomme einen Fisch an den Haken. Warte, bis sich der Fisch nähert, etwas knabbert und dann anbeißt. Sobald Schlag an eingezeigt wird, drücke rechte Maustaste. Klar, mache ich. Sehen wir denn den Fisch? Sieht man denn da was? Ich bin ja gespannt, Alter. Sofort, oh, jetzt da. Zack. Und jetzt kurbeln. Kann ich denn runterdrehen, mittlere Maustaste? Mausrad? Nö. Nee. Da ist er. Und ich hock, glaube ich, genau davor, ne? Also, Forellenbarsch, Alter. Richtiges Monster. Wie er da steht, Alter. Mit dem Guppi in der Hand, ey. Eieieiei. Forellenbarsch auf Blutwurm. 18 cm. Winziges Ding. Ja. Was haben wir denn mit Tab? Ah, okay. Sehr schön, der Forellenbarsch. Freilassen mit Eingabe. Zack, weg mit dem Fisch. Ja, hier haben wir jetzt dann nochmal die Information quasi. Dies ist seine Posenanzeige. Das heißt, unten rechts in der Ecke haben wir natürlich den Schwimmer. Sehr, sehr schön, dass das so angezeigt wird. Ich bin gespannt, ob man den auch sieht, wenn man die Route abstellt. Oder ob man die überhaupt abstellen kann, ist natürlich eine andere Frage. Müssen wir alles nochmal testen. Bestätigt. Ja, und jetzt fange einen Fisch, beobachte die Spannung. Wirf deine Rute aus. Zack. Soll ich da einfach mal lassen? Ist es wurscht? Ah, hier. Dies ist die Spannungsanzeige. Sie zeigt an, wie hoch die Spannung auf deiner Leine im Verhältnis zu ihrer maximalen Spannung ist. Okay. Also die Actionbar sozusagen. Je mehr sich die Anzeige füllt, desto mehr Spannung ist auf der Leine. Jo. Wenn die Spannung zu hoch ist, riskierst du, dass deine Leine reißt. Okay. Wenn die Spannung zu hoch ist, riskiert man, dass die Leine reißt. Ist natürlich jetzt die Frage, ob auch hier am Ende irgendwie von Rot, dass es dann kaputt geht. Oder ob das random ist, wenn man irgendwo hier im roten Bereich sich befindet. Müssen wir natürlich nochmal ein bisschen testen. Genau, und hier steht da auch nochmal schön das Drillen, ne? Also die Leine und die Spannung aufrechterhalten. Auch das wie in anderen Games bekannt, dass man das ja dann nicht entkommen kann und müde wird dadurch. Die Spannung nimmt ab, wenn der Fisch müde wird. Jawolski. Halte die Spannung hoch, indem du deine Rute vom Fisch aus nach oben wegbewegst, wenn er kämpft. Okay, also schön nach oben pushen, indem du die Rolle einholst, wenn er müde wird. Okay, ja, dann sehen wir mal zu, dass da noch einer reingeht. So ein schön kapitaler Brocken. So ein kleiner Forellenbarsch vielleicht noch. Das wäre doch was. Müssen wir denn jetzt, also wie gesagt, ich kann ja nicht laufen. Ich kann auch jetzt gar nicht irgendwie mich großartig umschauen. Bin quasi jetzt hier. Oh, warte. Zack. Oh, come on! Alter, der ballert. Der ballert aber auch rein, ey. Alter. Und wo ist jetzt hier denn, wo ist denn hier die Spannung? So, jetzt ziehen wir nochmal. Forellenbarsch. Okay, Punktzahl 291 plus 1, wahrscheinlich ein bisschen größer als der vorherige. Wir haben einen Skill bekommen. Das ist auch ganz interessant, wenn ich das richtig sehe. Bekommen wir
Skill, Erfahrung quasi auf dem Setup. Sieht zumindest so aus, okay. Also, frisch wieder, Fisch wieder freilassen. Und, genau, wir kriegen dadurch dann XP-se. Ist das so? Freigelassen. Und ich sehe nichts weiter. Okay, wir können hier einstellen. Ah, mit der Maustaste sehen wir hier an der Seite. Zack, zack, zack. 20 cm, zack. Also in 10er Schritten. Kann man auch machen. Einfach nahtloser Übergang. Zack, 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 zack. In 10er Schritten an der Seite rauf und runter. Auch gut. Und ja, jetzt können wir halt dann wieder laufen. Und uns dann hier ein bisschen umschauen. Guck mal, hier vorne ganz nah ist zum Beispiel einer. Jetzt ist natürlich für mich direkt die Frage, kann ich den von hier aus so anwerfen? Es soll ja so sein, dass man die sieht und dann eben, na, wie machen wir das? So, also, ne, krieg ich mal nicht. Also man kann wirklich nicht so einen lockeren Wurf machen. Man muss... Zu langsam geworfen. Man muss da wirklich heftig reingehen. Jetzt ziehe ich ihn nochmal näher ran hier. Besichtige den Aussichtsturm, steht da vorne schon. Und gibt es keinen Zoom? Das muss ich doch gleich mal gucken. Denn da hinten sehe ich doch schon wieder was schwimmen. Was ganz Kleines. Man sieht es kaum, glaube ich. Ich finde so vom ersten Eindruck her, wenn man jetzt hier rumrennt, finde ich, ist es ganz, ganz gut gemacht. Mir kommt das mit der Tiefenunschärfe. Da muss ich gleich mal gucken, ob man das irgendwie einstellen kann. Kommt mir das ein bisschen heftig vor. Also das Wasser wirkt relativ schnell unscharf. Und dann hat man aber auch, ich sag mal, dann hat man im Gegenzug dazu, hat man dann da hinten auch noch Bäume bis weit hinten zum Horizont und die sieht man auch scharf. Aber hier vorne im Wasserbereich, das wirkt direkt unscharf. Muss ich gleich mal gucken, ob man da irgendwie was einstellen kann. Ja, und jetzt halt für mich die Frage, ist das jetzt hier, also macht es Sinn, jetzt hier einfach auf Pose mal so ein paar Brocken rauszuziehen, ne? Ich meine, da kommt was angeschwommen, glaube ich. Ja, da kommt was irgendwie in die Nähe. Schlawenzelt da rum, man sieht ihn so ganz knapp. So einen kleinen zuppelt, zack. Oll. Aber mal ohne Scheiß, Alter. Als ob ich da einen fetten Stein dran hätte. Der nächste winzige, auf genau gleiche Größe. Bisschen... Wieder plus 1, gleiche Größe, 13%, 3%. Tja, kriege ich dadurch jetzt Erfahrung? Werde ich dadurch besser im Angeln? Das ist halt jetzt gerade die große Frage. Nehmen wir mal so mit, wie er ist. Und wir packen das Ganze mal ein. Wenn ich 1 drücke, ja, also 1 wieder gedrückt und es ist eingepackt. Jetzt drücke ich mal I wie Inventar, alles klar. Und hier sehen wir dann aber auch, hier sehen wir denn dann auch alles. Wir haben die Karte, wir haben die Location. Okay, das ist natürlich geil. Eine riesen Map. Wahnsinnig viel, was wir entdecken können. So soll das. Und wir sind hier am Starttümpel Tutorial-mäßig. Hier sollen wir jetzt gleich hinrennen, das ist gut. Verfolgen, abbrechen. Okay, das ist jetzt hier quasi auch die Mission, die ist jetzt gemarkert. Und das heißt, wir rennen da gleich mal hin. Diese kleine Route haben wir drin. Mit der Rolle. Oh, sehr schön. Sehr schön. Hier haben wir so ein paar Baits, verschiedene Haken. Das ist die Greenhorn-Route. Sehr, sehr nice. Spin-Route. Moment. Greenhorn-Spin-Route. Und wir haben jetzt gerade... Wo ist denn die... Ah, hier. Ne, Moment. Montage. Greenhorn. Haken, Blutwurm, Pose. Kann ich jetzt hier was anderes? Kann ich jetzt hier Köder-Spin-Montage? Route. Greenhorn. Ne, kann ich gerade nicht. Okay, da fuchse ich mich auf jeden Fall nochmal rein. Oder es wird halt im Tutorial erklärt. Gehen wir einfach mal davon aus. Hier haben wir jetzt gerade das Tagebuch, die ganzen Informationen und die gefangenen Fische. Ein Jungfisch. Cool animiert, sieht sehr, sehr geil aus. Aber nicht zu bewegen oder näher anzugucken.
Und was wir hatten oder was wir eigentlich haben sollten, sind ja zusätzliche Informationen. Genau, Lebensräume, Seeufer, seichter See, tiefer See, also an verschiedensten Positionen im Gewässer, Mistwurm, Kompostwurm hier, Blutegel und L-Ritze. Das heißt, hier haben wir jetzt mit dem Fisch, wenn wir ihn einmal gefangen haben, auch schon verschiedenste Informationen. Punktzahl, okay. Seichter Teich, tiefer Teich und okay. Münzen haben wir da nicht bekommen. Notizen und sowas auch nicht. Aber hier die letzten Fänge. Finde ich auch gut, dass man das schön aufgelistet hat, weil man ja alles wieder zurück ins Wasser lässt. Von daher gar nicht so schlecht. Reservat und jetzt haben wir hier auch größter Fang, True Score, größte Bewertung. Ja, bleibt da noch nicht. Haben wir ja noch nicht so wirklich viel. Ausrüstung und so weiter. Cool. Also im Großen und Ganzen bis jetzt soweit so gut. Da vorne sollen wir jetzt hin. Jetzt kommen natürlich solche Komponenten von, ja, die halt so klassisch sind bei Call of the Wild. Wobei mich halt irgendwie das Wasser gerade mehr interessiert, als hier irgendwelche Stories zu machen. Bin ich ja überhaupt kein Fan von irgendwelchen Stories. Auch bei The Hunter. Ich habe es dreimal versucht, die ganzen Stories durchzumachen. Nie wieder, ey. Das ist mir einfach zu wild. Von der Reflexion her weiß ich gerade gar nicht, ob wir vielleicht von der anderen Seite besser ins Wasser reinschauen können. Ja, ich glaube, in die Richtung schauend, da kann man besser reingucken. Aber nichtsdestotrotz sehen wir gerade gar nicht so viel. Ich würde sagen, wir rennen jetzt erstmal da hinten hin. Zum Aussichtsturm, gucken uns das an. Ja, ich sag mal, stimmungsmäßig mal ohne Scheiß. Das ist schon cool gemacht. Also es ist schon gut gemacht. Was willst du denn? Was willst du denn mehr? Es hat schon Flair. Es hat Feeling hier einfach. Es ist schon gut gemacht. Können wir rennen? Wir können auch ein bisschen schneller rennen, jawohl. Es ist schon gut gemacht, absolut. Alter Falter. Und ich glaube, es ist so vom ne, es kommt natürlich direkt die Frage und der Vergleich mit anderen Games. Weiß ich nicht, ey. Muss man vergleichen? Klar, macht man natürlich automatisch. Man vergleicht es natürlich mit dem, was man kennt. Ich versuche da übelst neutral reinzugehen, weil ich weiß, auch bei den letzten Games, die ich so angezockt habe, hat man natürlich immer diesen Vergleich und man versucht sich oder man vergleicht es halt irgendwie automatisch, aber irgendwie ist es auch ein bisschen unfair, der Vergleich, weil man eben dann das Game an sich irgendwie gar nicht so richtig objektiv erstmal so auf sich wirken lässt. Gucken wir mal eben hier, was passiert. Golden Ridge Reserve. Ah, okay. What's in the name, huh? Well, this one dates all the way back to the late 18th century. French travelers named the park Crête d'Or. Nice, nice, nice. Ja, sehr schön. Okay, jetzt gehe ich einfach. I can see you. Can you see me? Come find me. I'm down at the outpost. Ja, alles klar. Genau, drücken wir mal eben M. Okay, wir sollen einfach da unten hingehen. Ja, also, wie gesagt, vom Feeling her, es hat wirklich diese Call of the Wild Vibes, auf jeden Fall, The Hunter Vibes. Man rennt halt hier, ne, auch mit den Aussichtstürmen, ganz klar. Und dass man dann aber jetzt halt hier rumrennt und eben nicht wie so ein Wilden anfängt hier rumzuballern, sondern einfach mal gechillt zum Angeln geht, hat irgendwie was für sich. Also, es ist gar nicht so mies. Also kann man machen. Ich meine, die Frage ist natürlich jetzt, wie ist das mit dem Angeln an sich? Das ist natürlich jetzt der Schwerpunkt. This right here is my pride and joy. The Central Reserve Outpost. This ain't just any outpost. You'll find all the bells and whistles here, like Taylor's Tackles, a brand new shop run by my friend Sophia. Other than that, you'll be able to find notice storage lockers, a boathouse and a garage for easy access to transportation. Ja. Plus a flagpole for yourself. So, jetzt ist aber genug hier, ne? Können wir hier rein? Ne. Ah, okay. Lesbar, sehr schön, cool.
Sehr schön. Und hier haben wir auch noch irgendwas, was wir nehmen können. Oh, da gab es einen Sound für. Da war irgendwie so irgendwas zum Aufheben. Es ist halt, und das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt. Will ich das haben? Nee, will ich gar nicht. Es ist halt ein Angelspiel. Ein Angelgame. Es ist keine Angelsimulation. Ich glaube, wenn man sich darauf oder wenn man sich mit dem Gedanken in das Game begibt, ist es, glaube ich, ein ganz guter Weg, da reinzugehen. Und es ist tatsächlich, ist das auch lesbar? Nee, das ist nicht lesbar. Schade. Es ist tatsächlich halt, es ist halt einfach ein Game. Ne? Ich glaube, wenn man hier entspannt mit ein paar Kollegen sich dann in so ein Boot reinhockt und ein bisschen angeln geht, ist das halt ein bisschen was Chilliges. Kann man, glaube ich, machen. So. Also von der Area auch hier ganz cool gemacht. Wir haben hier dieses, das Fahrzeugteil. Jetzt hat sie mich schon angequatscht hier. Sprich mit der Ladenbesitzerin, mache ich ja gleich. Also, hier kriegen wir die Fahrzeuge. Hier ist irgendwie noch nichts. Und hier, was haben wir hier vorne? Irgendwelche Steckbriefe. Visitors Information, okay. Lovely afternoon for a fish. Or perhaps ja, vom Style her, ohne Scheiß, einfach gut gemacht. Was willst du denn mehr? Mahlzeit! Kaufen. Kleidung, Ausrüstung, Fahrzeuge. Gucken wir mal kurz rein bei Fahrzeuge. Ui, okay. Okay, okay, okay. Ja, cool. Kosten, Muster 1 bis 13. Gibt es denn hier irgendwelche Unterschiede oder ist es nur Optik? Bis jetzt sieht es so aus, als ob es nur Optik ist. Autos gibt es auch verschiedene. Allerdings deutlich unterschiedliche Preise. Warum auch immer. Vielleicht einfach nur für den Style. Aber kann man ja machen. Okay, ja. Kann man machen, catch mich nicht. Aber wie gesagt, kann man ja. Gehen wir mal wieder raus. Kleidung. Ja. Gummistiefel und so weiter. Witzig. Auch witzig. Ja. Ah, hier oben geht's weiter. Handschuhe. Oberteile. Jawolski. Sehr gut. Ich meine, so ein geiles, mega geiles Saiblingsoberteil haben sie leider nicht drin. Das gibt es dann aber unterm Video. Da ist ein Link auf Amazon. Das ist auch ziemlich sexy. Das könnte man sich eigentlich auch anziehen. Das fehlt hier eigentlich noch drin. Das fehlt hier noch. Hosen, Hüte und so weiter. Und verschiedene Brillen. Cool, okay. Also jede Menge Deko. Und jetzt kommen wir natürlich zum Wichtigen, die Ausrüstung, das ist natürlich das A und O. Und hier sehen wir Stärke 2 Kilo, Stärke 6 Kilo und so weiter. Ultra leicht. Und dann gehen wir in Richtung 8 und 10 und 17 bis hin zu 30 Kilo. Und hier sind wir bei der Spin-Route, Baitcast-Routen. 50 Kilo Baitcast. Schmeckt. Und dann sind wir hier bei den Matchrouten, schmeckt auch, bis zu 15 Kilo Stärke, Länge 4 Meter, macht aber bestimmt auch schon Bock. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich hier auch hart noch mit ins Baitcast reingehe, mit Sicherheit. Rollen dann dementsprechend, Baitcast rollen, bis zu 20 Kilo Bremse. Cooles Design, ja. Round Profile. Ja, sehen gut aus. Stationär rollen. Cool gemacht. Also ich sehe bisher noch keine 3D-Models, aber muss auch nicht zwingend. Kunstköder. Ah, okay. Spinbaits, ja nice. Alter, was für Riesendinger. Kosten aber auch dann direkt hier, wenn man sich das überlegt, so ein Riesenprügel, so ein Spinbait, 350 Ocken. Das ist natürlich jetzt die Frage, inwieweit oder wie viel Kohle man verdient. Wir haben jetzt hier einen, so einen Penny.
Spinner. Oh, auch so Riesenspinner. 2-0er Hakengröße, 7er Hakengrößen. Okay, die sind dann anscheinend fix. Popper, ja genau. Sieht man hier schön mit dem flachen Gesicht. Auch nicht schlecht. Frosch ist auch immer mega geil. Auch da dann einfach in verschiedensten Größen. Jawohl, die verschiedenen Blinker. Cool. Jerkbaits, oh wait. Swimbait, Jerkbaits. Krass. Und Wobbler natürlich. Okay. Hakenköder. Ach so, genau. Ich sollte, glaube ich, Brot kaufen. Ne? Eingabe kaufen. 10 Stück in den Rucksack. Wir haben eh nur einen Penny, also kaufen wir das für diesen einen Penny. Give it a go, machen wir. Und hier sind noch die lebenden Köder. Kompostwurm, also Blutwurm. Kompostwurm. Blutegel. Krass. Und die Elritze. Ja, was haben wir hier? Graupe, also so ein Korn. Genau, Brot. Was ist das? Brot, Brot. 10, was ist, warum kostet das 10? Okay, dann haben wir hier Teigköder, sehr gut. Nee, ne, Hotdog? Nee, Alter, ein abgeschnittenes Würstchen? Nicht dein Ernst, Alter. Wer angelt denn mit der Bratwurst, ey? Ernsthaft? Ach, come on. Und was ist das? Leber? Tatsache Leber. Alter. Marshmallow, ja, das fühle ich. Und Rogen. Ja, Wolski. Und Käse, den guten Gorgonzola, Alter. Blauschimmelkäse. Oh, oh. Ja, nice, ey. Oh, geil, die verschiedenen Posenarten. Ja, cool. Also von dem, was man bisher sieht... Jigköpfe, auch alles dabei. Weichplastikköder zu den Jigköpfen. Wurm, okay. Okay, okay. Also ganz gemixt. Cool. Ja, also von dem, was man so alles sieht, sieht es bisher, glaube ich, ganz gut aus. Gehen wir mal hier raus. Oh, man kann verkaufen. Kleidung. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht so rumwackel mit der Cam, sonst wackelt hier immer alles. Ja, wenn du hier mit dem Laptop stehst. Ausrüstung. Ich kann gerade nichts verkaufen. Okay. Also man hat quasi seinen Starter. Anpassungen. Okay, ich könnte mich selber wieder anpassen. Meine Klamotten. Okay. So. Rüste den Köder aus. Wenn du deine Route, ausgerüstet hast. Mit der 1. Da ist sie. Dann drücken wir mal Q. Blutwurm. Ah, dann klicken wir drauf. Nice. Und dann klicken wir hier auf das Brot. Und dann haben wir das erledigt. Geil. Dann hängt es da jetzt auch dran. Man sieht das, glaube ich, so ganz gut, ne? Genau, da ist es. Begib dich zum Steg. Mache ich, Alden. Zu welchem denn? Ah, da unten hin. Also, quasi direkt hinter mir. Da ist es. Rennen wir da hin. Cool. Also ohne Scheiß, fürs Reinkommen ins Game, dass man so tutorialmäßig durchgeführt wird, finde ich gut. Ist wirklich gut. Man kriegt so die Basics wirklich Stück für Stück an die Hand gelegt, damit man da reinkommt. Auch eben für Leute, die halt planlos sind von solchen Games. Und das ist ja auch wichtig, dass man eben da reinkommt und rangeführt wird. Und dann trotz allem seinen Spaß hat. Heftige Strömung hier. Was ist denn hier los, ey? Heftige Strömung. Erfahre mehr über die Bremse. Die Bremse ist eine Funktion deiner Rolle, die bestimmt, wie viel Stärke ein Fisch aufwenden muss, um mit deiner Leine Distanz zu gewinnen. Also um abzuhauen. Genau. Je höher die Bremse abhaut, je höher du die Bremse einstellst, desto mehr Energie muss der Fisch dafür aufwenden. Klar. Stärkere Rollen erzeugen einen höheren Bremseffekt. Ja. Ändere deine Bremse, indem du die Route 1 ausrüstest und mit X und Y verwendest. Okay. Bestätigen. Okay. Also, das ist halt der Punkt.
geringere Bremse, mehr Distanz. Bei 0% kannst du den Fisch jedoch nicht mehr einholen. Okay. Heißt also, wenn wir jetzt hier die Route rausholen und mit X und Y, wo ist denn das? Ich sehe es gar nicht. Sieht man? Ach, da unten links. Ich hock da genau vor. Ja, ist es denn wahr, Alter? Also, ich hock da genau gerade vor und da steht es gerade drin. Bremse war, glaube ich, standardmäßig bei 30%. Naja, wir werden das gleich mal machen. Während des Drills. Ich hoffe, das funktioniert, dass wir das gleich mal ändern können. Die Strömung sah gerade hier übelst heftig aus. Ich weiß gar nicht, wo ich hier... Gibt es hier Anzeichen für... Ach, ich glaube, da vorne. Da war was. Ich versuche mal, mein Glück. Alter. So, und... Na, also das fühle ich gerade ja tatsächlich noch nicht so richtig hier. Das fühlt sich aber auch ein bisschen komisch an. So, und jetzt müsste ich ja, genau. Also, unter WASD hat man halt direkt Y und X. Mit Y hat man halt die Bremse ein bisschen lockerer. Ich mache mal so auf 20%. Und mit X geht sie dann hoch. Und das testen wir jetzt gleich mal am besten. Und ich hoffe, es geht mitten im Drill. Das heißt, wenn es da gleich was reinballert, zack, anschlagen und dann langsam die Bremse hochdrehen. Auftasten, ob man das irgendwie noch anders, ob man das umlegen kann, so für den Gewohnheitsfaktor. Jetzt ist halt für mich die große Frage, wobei da hinten springt schon was. Da hinten springt schon was. Man sieht es halt so ein bisschen. Und ich frage mich jetzt zum einen... Treibt die Pose überhaupt ab? Ist da überhaupt was? Stehe ich jetzt hier einfach nur rum? Also ich sag mal so, feedbackmäßig, also vom Game, fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen die Rückmeldung für, was machst du hier eigentlich? Und was passiert? Passiert hier was? Oder sowas? So, gucken wir mal. Ich habe mal die Bremse jetzt mal eben auf 50 eingestellt. Jetzt sagt er, stell die Bremse wieder runter auf 30. Also machen wir das auch mal. Und jetzt sagt er, fang einen Fisch. Habe ich deswegen jetzt gerade keinen Fisch gefangen? Ist das wirklich so? Kann das sein? Werden wir sehen. Wenn jetzt einer reingeht, dann ist das natürlich wirklich hart scripted. Zu früh eingeschlagen. Da war ja noch nicht die Meldung, Alten, dass sie anschlagen soll. Der Fisch hat erstmal nur rumgenübbelt. Also, nochmal das Ganze. Ich krieg das mit meinem rudimentären Mauspad hier nicht rausgeworfen, Alter. Das kannst du nicht ausdenken. So. Zu langsam geworfen. Ich krieg's nicht rausgeworfen, oder was? Ah, jetzt. Genau, da hinten hat es auch gerade gezuppelt. Also, lassen wir das da jetzt nochmal schön stehen. Ich gucke mal eben kurz ins Inventar, in die Option hier. Optionen. Gamepad-Option. Alter. Hätte ich mich mal mit dem Gamepad hier... Habe ich natürlich nicht mitgenommen. Mehr Spieler und so weiter. Das machen wir dann im Livestream natürlich. Zugänglichkeiten, Maus und Tastatur, Empfindlichkeit. Ja, vielleicht sollte ich die gleich mal ein bisschen erhöhen. Gucken wir mal. Tastenbelegungen, Rennen, Interagieren, automatisch bewegen mit G. Karte, Handbuch, Inventar, einholen. Gibt es hier Pumpen? Okay, rechte Maustaste. Beschleunigen mit W. Bremse, Rückwärtsgang mit S für Fahrzeuge. Keinen Zoom, wenn ich das richtig sehe. Naja. Oh, 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 Achtung. Also die Schnur ist jetzt locker, ne? Die Schnur ist jetzt hier, zack, locker drin. Und jetzt gehe ich mal runter. Ich habe jetzt 20% Bremse. 15. 15% Bremse? Hä? 0.
null Feedback von der Bremse gerade. Also nicht bei diesem Fisch. Ich bin runtergegangen auf 15% und es ging immer noch rauf und runter. Also kein direktes Feedback quasi von der Bremse. Da war nicht direkt ein Einfluss zu spüren. Beim Pumpen hebst du Rute an, Fisch näher nicht heranzusammeln, absenken der Rute. Ja, die Leine wieder ran. Ja, nice. Entgegen der Schwimmrichtung des Fisches hält. Okay, wieder schneller müde. Okay, ja. Testen wir. Erfahre mehr über das. Okay. Bekomme einen Fisch an den Haken. Ja, ich mache das einfach nochmal hier. Das war ja jetzt hier gerade. Schockgüsel. Okay, ich muss mehr nach vorne halten. Also flacher nach vorne halten und dann erst loslassen. Und dann fliegt das Teil auch besser raus. Ich gehe jetzt nochmal runter mit der Bremse auf 5%. Und dann drehe ich das Ding gleich übelst hoch. Oder ist es nur die... Es hieß ja die Action vom Fisch. Aber eigentlich ist das ja... Also wenn ich mir das jetzt schon angucke... Wie locker jetzt hier gerade die Schnur quasi hier rumhängt. Und ich glaube, die Pose treibt nicht weg. Ne? Es ist nicht wirklich Strömung da. Ich sehe auch gerade, die Strömung geht auf einmal. Also erster Moment kam sie mir so entgegen. Jetzt geht sie auf einmal so rechts rüber. Ich glaube, die ist einfach random hier, die Strömung. Ne? Die ändert sich einfach irgendwie. Und okay, wir haben... Oh, Achtung. Zack. So, jetzt kurbel ich hier auf 5%. Okay, das ist natürlich nichts. Jetzt machen wir X. Jetzt geht's hoch. Ah, okay. Alter. 15%. Hä? 20%. Guck dir das an. Bei 20%. Ja, Alter, wie soll ich denn... Wonach richtet sich... Also, das ist ja schwierig. Guck dir das an. 20%. Ich war gerade bei 25%. Oh, das ist aber tricky, ey. Forellenbarsch. Ah, 540 Gramm. Auf Brot. Okay, Mann, etwas dickerer Brocken. Also ohne Scheiß, für die Action, die die Fische machen, oder vom Feeling der Action sozusagen und der Größe von diesen Winzlingsbrocken. Alter Falter, ey, ich hab schon gedacht, was ist denn da jetzt reingestiegen? Ja, aber wir haben den nächsten Brocken. Punktzahl 401. Enter. Finde den Aufseher, dann gehen wir da jetzt mal hin. Die große Frage ist, oh, da hinten ist es, also ich will ja jetzt angeln. Ja, sehr gut mit dem Schatten. Ich will ja jetzt angeln. Heißt also, ich will hier eigentlich nicht so viel Story machen. Und das, da frage ich mich tatsächlich, muss ich jetzt hier überall rein mit der Story, muss ich das alles machen? Bin ich da gezwungen zu Story zu machen? Dann erschließt sich direkt, kommt dann natürlich direkt die nächste Frage dazu, wenn man im Multiplayer ist, man hat unterschiedliche Quests, kann man das zusammen machen? Nicht, dass man da irgendwie... er redet bestimmt wieder. Mission gestartet, okay, wir gehen einfach weg. Mission gestartet. Nee, lasst mich einfach in Ruhe, alle. Oh wait, jetzt sind hier hinten auch so Sachen dran. Herausforderungen. Okay. Herausforderungen. Fishing Challenge. A fish. Sophia. Das ist ja witzig, ey. Can you catch a big fish? A huge fish. A fish. Yes, I can.
Ah, Diamond's Peak, Angelherausforderung 1. Diamond's Peak, Angelherausforderung 1. Fange einen amerikanischen Flussbarsch am angegebenen Ort. Begib dich zu der Brücke. Okay. Zack. Reingenommen. Wir haben übrigens 200 Münzen, sehe ich gerade. Woher auch immer. 200 Münzen bekommen. Was haben wir hier? Oh, what the heck. Foto-Challenge? Map-Challenge. Geh dahin, geh dahin, geh dahin. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Fühle ich überhaupt nicht. Was haben wir hier? Alter, wer ist denn? Smirk. Wait a minute. Bin ich jetzt doch irgendwie online unterwegs oder was? Nee. Ich dachte, ich wäre im Solo. Ich habe einfach gestartet. Posen, Fischen, Grundlagen, Bootfahren, Grundlagen, Autofahren, Grundlagen. The float fishing guru from Taylor's Tackles is here to tell you what's what and who's who. I've picked out a nice spot for float fishing, so catch you there. See you there. Why make a deal with the devil when there's a hell of a deal? There's still more to buy. Ist die, jetzt stehen da alle, die gerade anfangen, oder was? Ist die Sprachausgabe wahrscheinlich erstmal nur auf Englisch, oder? Jetzt stehen hier alle wegen der Quest. Alter, die stehen hier im Wasser. Warum stehen die denn im Wasser, alle? Rüst die Pose aus. Hammer! Ich bin gerade so ein bisschen überrascht erstmal, dass ich hier überhaupt im Multiplayer bin. Man ist automatisch im Multiplayer. Stelle die Hakentiefe niedriger ein. Mache ich. Wie war denn das nochmal? Rauf und runter? Ah ja, genau. Noch niedriger? Niedriger? Ach so, niedriger. Also, tiefer. Okay, 60 cm haben wir. Kurzer Wurf. Ja, wie ist denn kurzer Wurf? Der Wurf ist ideal, um den Haken in der Nähe zu behalten. Besonders praktisch, wenn du vom Boot aus angelst. Verwende rechte Maustaste, um mit der Rute kurz zu werfen. Na, Alter. Easy. So, einfach nur rechte Maustaste und sofort draußen. Perfekt. Ja, das fühle ich. Das will ich immer, ey. Das will ich immer haben. Einfach mit der rechten Maustaste gedrückt. Zack. So. Perfekt. Genau so, ey. Das Rumgehantiere hier mit der linken und dem Auswerfen, weiß ich nicht, Alter. Weiß ich nicht. Also, was die da vorne jetzt fabrizieren, ne? Ob das so ein Desync ist, dass die Lümmels da jetzt gerade irgendwie bis zum Bauch im Wasser stehen? Oder fangen die da vorne einfach besser und ich bin hier der Otto und fange hier einfach nichts, weil hier nichts gibt? Alter. Kann natürlich sein, ne? Guck mal, er rennt diese einfach weg. Mahlzeit. Das ist ja ein Ding, ne? Der säuft mir gleich ab. Alten, sauf mal nicht ab. Hier geht übrigens gerade gar nichts. Gar nichts. Ich grube jetzt ein. Ist ja Katastrophe. Ist ja Katastrophe. So, wait a minute. Ah, guck mal da hinten. Ich muss hoffentlich nicht jetzt hier stehen bleiben, oder? Ich gehe mal jetzt einfach hier vorne hin. Fang einen Fisch, heißt es. Perfekt. Genau da ist es, hat's rumgezubbelt. Und jetzt fangen wir hier den ersten Brocken.
Ei, ei, ei. Posenfischen Grundlagen. Nach wie vor schön, dass man so reingeführt wird ans Game. Tja. Aber vom Feeling, also vom Angelfeeling an sich, fehlt so ein bisschen das Feeling. Gucken wir mal, was da noch passiert. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen Zeit und können hier jede Menge entdecken im Game. Vor allem auch die verschiedensten Angelmethoden natürlich durchtesten. Wie denn so das Feeling ist und ob da halt überhaupt so richtig Feeling aufkommt. Speziell dann, wie gesagt, schwimmt da was? Da, Alter! Wow! Hier, 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 hier. Da ist genau dein Köder. Direkt vor meiner Nase, Alter. Gönn ihn dir. Der geht runter. Oder? Der kommt an. Oder kommt er nicht an? Alter, so close. Gönn ihn dir, Alter. Muss ich flacher werfen? Hier unten, direkt ufernah, richtige Brocken. Die sehen deutlich größer aus als das, was ich bisher gefangen habe. Und sie sind eben auch schon gesprungen. Soll ich einen Köder wechseln? Nö, ich gehe aber flacher rein. Warte mal, so. 20 cm. Ausgeworfen, bisschen wieder rankurbeln. In dem Bereich hier, genau da. So, Alter, jetzt gönnen. Jetzt gönnen. Jetzt kommen die richtig großen Brocken, Alter. Der sah aber schon mächtig aus, ey. Da waren zwei Stück. Da schwimmen sie rum. Okay, auch wenn ich so ziehe, ne? Ich ziehe die Pose nicht weg. Ich ziehe die Pose nicht irgendwie hinterher. Alter, das ist halt genau das. Die Physik im Game, Alter. Das A und O. Die steht da einfach, die Pose, ne? Heftigste Strömung. Gar kein Problem, ey. So, jetzt, Alter. Das ist doch jetzt hier perfekt. Oder ich muss einen anderen Köder nehmen. Kann natürlich sein, dass ich hier mit dem verkehrten Köder dann zugange bin. Und dann hier auf 5 Meter flach ausgeworfen. Alter, hier sind aber die richtigen Brocken, ne? Oder brauche ich da einen größeren Haken für? Könnte sein, dass sie da nicht reinballern wollen. Ich werfe nochmal aus. Gucken wir mal kurz rein hier ins Inventar. Das ist doch alles verwendet. Wie war denn das gerade noch? Escape, nochmal zurück mit Q. Und ich nehme nochmal den Wurm. So, und dann nehmen wir den Wurm jetzt hier nochmal. Zack, rechte Maustaste eben, easy peasy. Ich ziehe wieder hier näher rein. So, und jetzt lassen wir den hier schön entspannt direkt vor der Nase rumtänzeln, wo die Fische gerade rumschwimmen. Vielleicht ballert das ja dann doch noch ein bisschen mehr rein. Fange einen Fisch. Da sagt man nicht irgendwie einer, das wäre ja hier easy peasy und arcade-mäßig. Offensichtlich nicht. Naja, offensichtlich muss man doch ein bisschen was beachten und suchen. Nichtsdestotrotz ist halt das, was man sucht und beachtet. Wäre halt ganz geil, wenn das dann zu Ergebnissen führt, ne? Oder ich fall gleich ins Wasser. Ich fall gleich ins Wasser. Ich sehe jetzt schon kommen, ey. Jetzt sehe ich überhaupt keine Brocken mehr. Aber da hinten planschen sie schön rum, ey. Sehe ich denn, wenn die was dran haben? Das sieht komisch aus, ey.
Also die Brocken, die hier gerade im Wasser standen, leider weg. Leider weg. Wenn ich jetzt so weiter nach hinten schaue gerade, ob da irgendwo noch was zu sehen ist. Gerade, Alter, er hat einen Drill, ja. Er ist da gerade am Fighten, ey. Sehr schön. Ich werfe jetzt nochmal volles Med aus. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege nochmal. Naja, ob das volles Med war. Gucken wir mal. 14 Meter ausgeworfen. Und dann einfach mal ein bisschen... Alter, wie ungewohnt. Aber ich glaube, da ist was dran schon. Oder? Da war so ein Rumgekrausel. Na, schon wieder weg. Oder? Nee. Ja, die große Frage. Ballert hier noch ein Brocken rein oder nicht? Der ist da, glaube ich, hart am Drillen, ne, da drüben. Das ist natürlich witzig. Ja. Nelka hart im Drill, Alten. Endgegnerfisch, ey. Oder Bremse hört drehen. Nicht schlecht, ey. Und ich stehe hier und fange nichts. Alter, wie immer. Ist das der Hammer, ey. So, ich gehe nochmal in die andere Ecke. Da hinten ist doch was gesprungen. Da ist doch was gesprungen und da sehe ich doch schon wieder was. wie das Ding plupp, so, wie das Ding da so rauskatapultiert wird, Alter. Hammerhart, ey. So, Alter, du friss. Ich habe hier einen geilen Wurm dran, Alter. Oder ich gehe da vorne auf die Ecke, wo der Stein ist. Da hinten, da springen sie doch schon. Das wär's doch, ey. Guck mal, der ist ja immer noch im Drill. Alter, was hat er denn da dran, ey? Was hat er denn da? Das ist ein Ding. Alter, ich renne da jetzt rum hier. Ich kann nicht laufen, ne? Du kannst nicht laufen, ne? So, gehen wir einmal hier rum. Humpel, humpel. So. Hier vorne, da springen sie wieder. Zack, raus mit der Rute. Zack, rechte Maustaste. Genau da. Genau da. Ei, 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 ei. Ist das der Hammer, ey. Oh, oh. Achtung. Damn. Huh. Wie sich das anfühlt, Alter. Und dann kommt er da. Oh. Regenbogenforelle. Regenbogenforelle. Ein bisschen was anderes diesmal. Okay. Okay. Ah, und wir kriegen hier, glaube ich, weiter Skill auf der Route. Eingabe und weg. Grundlage schon abgeschlossen. Ist das richtig? Scheint so. Ich mache direkt nochmal rechte Maustaste. Easy peasy. Zack, so. Aus dem Handgelenk. Das ist geil. Das mag ich. Das ist wirklich angenehm. Wenn du irgendwo so am Ufer lang rennst, du siehst, da vorne ist was. Einfach so dieses Zack aus dem Handgelenk eben hingeworfen. Scheint eine fixe Entfernung zu sein. Oder mal ein bisschen drauf achten. Ja, doch, ein bisschen mal drauf achten. Ob das so ungefähr 10 Meter sind. Ich bin jetzt hier bei 89. Das wäre natürlich interessant. Ne? Dann kannst du einfach so ein bisschen am Wasser entlang laufen, wenn man da was sieht. Zack, mal eben auswerfen. Und gib ihm. Ist da jetzt nur dieser eine Fisch gewesen? Muss ich jetzt einen neuen suchen? Das wäre natürlich auch ein Ding, ne? Alter, er wirft jetzt direkt hier vorne hin, ne? Bleib mal bei deinen Fischen, Alten. Wait a minute, ich zieh nochmal rein. Jetzt laufe ich ein bisschen. Guck mal, Alter, er wirft aber auch weit aus hier, ne? Da bin ich aber ein bisschen platt, ey. Wie weit sie da am Werfen sind, ey.
Guck mal, neben mir ist es auch wieder am Planschen. Also natürlich Gegenlichtsituation, man kennt es ja, ne? Real-Life-mäßig, Gegenlicht, dann auch noch ins Wasser reingucken, gar nicht gut. Hätten wir jetzt die Sonne im Rücken und würden ins Wasser reinschauen, wäre es deutlich angenehmer. Von daher auch da vom Wasser her ist das schon ganz gut gemacht, dass es tatsächlich so eine heftige Spiegelung jetzt gerade ist. Finde ich gut, dass man quasi jetzt so wenig sieht. So soll das sein. Oder so muss das. Das mit der Strömung ist alles gerade so ein bisschen weird. Muss ich mal eben gucken. So. Ich komme aber auch nicht weiter ausgeworfen. Alter, da fährt er erstmal schön mit dem Boot rum hier, ey. Der Yuki. Ja, Mann. Macht er hier den Pimp, Alter. Ei, 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 ei. Abgefahren, ey. Abgefahren. So, jetzt geht's langsam schon in die Abendstunden bald, wa? Aber da ist auch nichts, ne? Also so random mal irgendwie was, habe ich bisher nicht den Eindruck, dass ich random irgendwie was fangen könnte. Also ohne eine Stelle zu haben. Okay, er hat da jetzt gerade so rumgeplatscht. Ohne jetzt eine Stelle zu haben oder zu sehen, dass da was geht, würde ich gerade sagen, geht da nichts. Ich weiß noch gar nicht genau, wie ich das finde. Ich weiß gerade noch gar nicht so genau, wie ich das finde. Dass man hier quasi erst wirklich was sehen muss. Das heißt, du rennst ja die ganze Zeit dann rum. Ich meine, es hat natürlich was für sich. Es ist natürlich wieder Pro und Contra. Ne? Das eine, einerseits ist es natürlich schön, du rennst durch die Gegend, denkst dir so, boah geil, guck mal, da vorne ist was gesprungen, da werfe ich mal hin. Ne? Dieses Angeln auf Sicht ist natürlich immer geil. Aber wenn du einfach mal dir jetzt sowas hier anschaust, ich meine, da kann man noch mal testen, ob hier nicht irgendwelche Hechte drin sind oder irgendwie sowas. Ohne, dass man hier vielleicht irgendwie was sieht. Ich meine, jetzt haben wir hier überall so ein paar Insekten rumschwirren. Oh, da springt auch was. Ich werfe einfach mal nochmal aus. Bin auf ungefähr 9 Meter. Also so grob um die 10 Meter kommt man hier raus. Das ist schon mal gut zu wissen. Ist natürlich die Frage, reicht das jetzt gerade? Der Fisch war ein bisschen weiter hinten. Kommt der langsam angeschwommen? Ich glaube, da schwimmt unten was. Ich glaube, da sieht man ein bisschen was im Wasser. Ganz kleiner, heller Punkt. Oh, ja, ja, tatsächlich. Guck mal da. Ja, ja. Zack. Einmal rechte Maustaste, dann wieder kurbeln. Riesenradau, Riesenterz, Riesenkrach. Und ein winziger kleiner amerikanischer Flussbarsch. Und ein Achievement, Alter. Nee, ey. Barsch. Mitgenommen, den Lümmel, ey. Und 20 Credits bekommen. Das heißt, Information, wir haben jetzt 220 Credits. Tja. Tja, tja, was soll ich jetzt dazu sagen, wa? Also, ich würde sagen, wir gucken uns das natürlich noch ausgiebig an. Es folgen tatsächlich noch ein paar Videos mit diesem Setup hier. Ja, ich glaube, ich mache tatsächlich mal ein Foto von dem Setup, wie ich hier hocke. Wie das hier wirklich ringsherum aussieht. Kannst du dir ausdenken, Alter. Aber was tut man nicht alles, wenn man so überrascht wird von dem Release-Datum wie mit diesem Game. Ich bin übelst gespannt, was da noch geht. Ich werde natürlich noch weiter reinsuchten, werde noch ein bisschen gucken, was da geht, wo was geht, wie das alles am besten geht. Und dann schauen wir einfach mal, ja, jetzt nachfolgend in den nächsten Tagen, dass wir hier schön
ein bisschen Infos rauspulvern zu The Angler Call of the Wild. Wenn es dir geholfen hat, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch die nachfolgenden Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos oder im Livestream. Ja, das dann zwischen den Tagen, also Montags, Mittwochs und Freitags ist halt immer besetzt. Und ansonsten schauen wir dann einfach mal, dass wir dann ja auf jeden Fall auch mal sonntags irgendwie zusammen angeln gehen hier und auf Tour gehen. Petri, ihr Lümmels, bis zum nächsten Mal.